Hallihallo und willkommen zurück zu Gnomoria. Ja, ich hoffe mal einer für alle und alle für einen. Und der Let's Fail One, der jetzt gerade diesem schönen, lieben Golem gegenübersteht, wird das Ganze auch relativ überleben, hoffe ich doch. Er ist ja gar nicht so schlecht in seinen Skills, ne? Also hat er schon zwei Goblins miterledigt und so weiter. Und ein Honey, Bodka und sonstigen Kram. Ja, aber ich würde sagen, wir schmafeln nicht lange, sondern schauen mal, wie dieser Fight... Alter, finde der Ärmste! Hallo? What now? Okay. Also es sind zwei Golems jetzt mittlerweile. Der Arme, kann ich ihm sagen, renn weg. Irgendwie so einen Befehl geben. Hey, let's fail one. Geh doch mal nach Hause. Das ist viel schöner. Okay, also er hat nur eine Axt und oder einen Hammer und eine Pickaxe wohl in der Hand. Oha, der Ärmste, der Ärmste. Unser bester Miner ever. Kann ich ihm nehmen? Ich kann einem Squad, glaube ich, auch nicht sagen, dass er einfach mal nach Hause gehen möchte. Weil 2 gegen 1 ist es jetzt genau umgekehrt und die Golems sind ja nicht gerade schwach. Aber ich hoffe, dass die anderen jetzt auch alle herbeieilen werden und ihm helfen. Bevor er jetzt hier gleich ratzifatzi tot ist und Gnomoria funktioniert nicht mehr. Ich liebe diesen PC. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, schön. So, dann werden wir jetzt kurz einen Blackscreen haben. Moment mal. Haha, haha, ha, 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 So, nach diesem schönen Absturz von Gnomoria sind wir quasi genau wieder an dem Anfang, wo wir eigentlich nach der Krise waren. Und das Ganze hatten wir ja schon mal, dass Gnomoria aus heiterem Himmel einfach so meint, ich hab keine Lust mehr, ich stürz mal ab. Das liegt natürlich jetzt auch in meinem Ersatzrechner wohl. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn es so weitergeht, werde ich Gnomoria erstmal einfrieren müssen. Pausieren, was auch immer. Aber wenn wir laufend hier Crashes haben und sonst wird, warum auch immer, ich weiß es ja nicht. Aber dann hoffe ich, wenn ich irgendwann mir ein neues Mainboard etc. pipapo, wie schon mal erwähnt, leisten kann, dass es dann wieder reibungsloser läuft. Aber ja, dann werde ich natürlich das Ganze offscreen nochmal nachmodellieren, quasi wer jetzt wie was wo macht und pipapo. Und dann werde ich von da ab weiter drehen oder so, ich weiß es nicht. Es ist schon schade, wenn der Rechner irgendwann mal den Geist aufgibt, ne? Aber na gut, nicht nur die Gnomoren, nein, auch mein Rechner gibt manchmal den Geist auf. Aber ihr seht schon, wir sind genau wieder an dem Punkt, wo ich zuletzt geladen hatte quasi. Also ist jetzt ungefähr 3-4 Folgen vorher oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Werde ich nach dem Nacharbeiten quasi erst rausfinden, wie genau das Ganze ist. Aber ist auch egal. Ich denke mal, jeder, der das Ganze auch hier verfolgen wird, etc., der weiß ungefähr, wo wir stecken. Und das ist nicht feierlich. Juti. Also denn. Ist das hier mehr so eine kleine Infofolge, würde ich mal sagen. Und, müssen wir schauen, also ich bin natürlich, wie schon auch in dem richtigen Infovideo etc. gesagt, über jede Spende glücklich und sowas und
hoffe, dass wir dann auch, wenn ich mir endlich einen etwas vernünftigeren PC wieder leisten kann, stabiler und auch besser die Projekte machen können, ohne dass es ständig irgendwelche Zwischenfälle, Abstürze etc. gibt. Ja. Naja, aber man muss sich ja auch das Equipment und alles auch leisten können, ne? Also ich kann es mir auch nicht aus der Rippe schneiden. Wäre schön, aber ja. Obwohl Gott hat aus Rippen sogar Frauen hergestellt, ne? Vielleicht kriege ich auch ein Mainboard daraus gezimmert, wer weiß es. Nein, kleiner Spaß am Rande. Juti. Also denn, danke ich euch erstmal sehr, sehr, sehr für das Interesse überhaupt an diesem schönen Let's Play Gnomoria und so weiter. Und ja, vielleicht seid ihr auch bei anderen Let's Plays mal dabei oder so. Oder schaut auch einfach um. Vielleicht findet ihr auch was anderes noch. Ich habe da auch noch ein Projekt im Kopf, was ich vielleicht mal umsetzen werde. Was ähnlich ist wie Gnomoria. Allerdings, ja, müssen wir da auch mal wieder schauen, ob das der Rechner schafft und pipapo, weil es ist ja nicht nur das Spiel selbst, was läuft, sondern es muss ja auch nochmal aufgenommen werden, also doppelte Belastung etc. Wobei Gnomoria etc. macht nicht so viel Belastung aus, aber naja, man steckt ja nicht drin. Manchmal steckt einfach nur der Teufel im Detail, aber na gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich mir dann demnächst besseres oder neues, besser gesagt, Equipment leisten kann, was dann auch wieder voll funktionstüchtig ist und alles und wir hier auch wieder zusammen spielen und Spaß haben können und ja, hoffe, dass wir uns dann bei Gnomoria oder anderen Projekten auch mal wiedersehen und danke euch nochmal sehr recht herzlich für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. See you.